So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei die Gilde 3. Und ja, ist immer noch ein Live-Let's Play auf Twitch gestreamt. Dafür wird nachträglich hochgeladen. Fragen im Chat beantworte ich. Also ich lese sie vor, damit ihr auf YouTube wisst, was gefragt wurde. Folgendes. In der letzten Folge am Ende hatten wir das Ganze hier noch eingestellt mit den Betrieben. Und ich habe mir das... Also ich habe es jetzt einfach so eingestellt gehabt, dass wir Pi mal Daumen die Sachen, die Grundsachen produzieren, die dann hingeliefert werden. Und es ist, das Schöne ist ja so, dass die Fuhrleute, wenn zu viel produziert wird, die verkaufen das ja. Und wenn zu wenig produziert wird, dann kaufen sie das bei den Märkten ein. Von daher reguliert sich das einigermaßen selber. Aber damit wir hier trotzdem noch mehr oder minder die Produktion einigermaßen drauf haben, ist das jetzt so drinne. Das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, ist natürlich, die Sachen abzugraden. Das machen wir jetzt mal noch schnell. So, hier können wir natürlich noch höher. Das haben wir jetzt aktuell noch nicht, aber den Schlachter können wir noch machen. Machen wir die Zeit wieder ein bisschen schneller. 3 Uhr morgens und alles in Ordnung. Hirschbraten braucht auch noch ein bisschen Fett, aber das produzieren wir ja direkt vor Ort. Das heißt, wir machen hier mal 5 rein. Hirsche brauchen wir keine und das hier auch mit 5. Im Verkaufslager schmeißen wir dann die 2 rein. So. Perfekt. Okay. Das sieht meines Erachtens nach eigentlich ganz gut aus. Dann können wir jetzt uns in dieser Folge anderen Sachen widmen. Wir sind eh gleich von der Handelsreise zurück. Es ist also gar nicht so schlecht, dass wir das jetzt so aufgebaut haben, weil wir dann eh bald wieder zurück sind. Also wir müssen noch Junker werden. Wenn wir Junker sind, können wir noch die Bewirtung erhöhen, die Landwirtschaft erhöhen, die Bäckerstube erhöhen und nachher müssen wir Baron werden. Holy shit. Ja, oben, okay. Wenn ihr meine Familie unterstützt. Ja, ich bin gerade beschäftigt. Ich bin gerade beschäftigt. So, so. Seid ihr alle beschäftigt. Wunderbar. Ist was? Ah ja, genau. Die hatte ich total vergessen. Kehrt von einer Fernreise zurück. Ja. Das geht schnell. Machen wir Bussi Bussi. Dann nochmal Tanzi Tanzi. Und dann Baby. Ja. Das ist der Plan. Die Handelsreise war erfolgreich, sehr gut. Ja. Jetzt muss ich nur kurz gucken, was uns das bringt. Waffen und Rüstungen aus ihrem Zeughaus zu günstigen Preisen. Ja, perfekt. Das heißt, wir können hier dann, wir sind ja jetzt hier, jetzt können wir zu günstigen Preisen Waffen einkaufen und verkaufen. Und da das so lukrativ ist, hole ich meine Frau auch noch schnell dazu. Weil hier können wir jetzt echt Asche machen innerhalb von 5 Stunden. Also, wir können jetzt zum Beispiel hier die Langschwert... Weil wir haben ja die Handelsreise nach Prag gemacht, okay? Und dann waren wir in Prag und haben dieses Geschäft erfolgreich abgewickelt. Und jetzt können wir hier über diesen Markt... Also wir haben jetzt Zugriff auf Prag durch diese Fernreise. Und das ist, jetzt der Markt... von Prag im Prinzip. Und da die ja gerade hier Waffen und Rüstungen sehr günstig verkaufen, können wir jetzt hier zum Beispiel ein Langschwert einkaufen. Machen wir kurz 1. Das würde mich 1469 kosten. Und ich könnte es verkaufen in der Innenstadt für 2000... Nee, Quatsch. Ich könnte es verkaufen bei der Burgstadt für 1894 pro Stück. Also ihr merkt, da würde ich Gewinn machen von fast 400. Und diese Möglichkeit, die haben wir jetzt. Plattenharnisch. Ist vielleicht sogar noch besser. Gucken wir mal ganz kurz, was haben wir hier. Obwohl, das zählt ja eigentlich auch zur Rüstung dazu, ne?
Sehe ich eigentlich irgendwo... Ah, hier. Das ist es. Das Grüne, genau. Sie würden es kaufen übrigens, sehr günstig. Das gleiche geht auch andersrum, dass wenn sie teuer irgendwas einkaufen, dass man es dann hier hinbringen könnte nach einer Handelsreise, so habe ich es zumindest verstanden. Also, jetzt wäre es natürlich nicht schlecht, wenn wir dann gleich noch ein bisschen Gewinne machen dadurch. Können wir nur 4 mitnehmen bei den Schilden? 324, wir würden 1 für 200 kaufen. Geht von den Preisen her hier, wenn es rot ist. So. Wir machen das mal schnell mit den Langschwertern. Hier bin ich. Ja. Der Burgstadt. Ja, hier oben, ne? Bin beschäftigt. Das ist unser Ziel schlussendlich, hier hinzukommen. Diese Burg, dieses Schloss. Wir können natürlich auch Waffen und Rüstung jetzt für uns selber kaufen. Wäre natürlich auch nicht übel. Jemand erwartet ein Kind. Na, endlich. Bin beschäftigt. Jetzt nicht, bitte. Hier bin ich. Ich bin gerade verhindert. Bist du das? Ich bin beschäftigt. Ich bin beschäftigt. So, die Predigerhütte, die alle nach und nach gebaut wurden hier. Das mit der Feder funzt gar nicht mehr so, ne? Ich wollte eigentlich... Nee, keine Klage einreichen, wenn wir die Familie hier schnell angucken. Geht nix. Hier könnten wir noch rein heiraten. Also wir können auch ein Bündnis machen ohne. Aber ich finde es nicht schlecht, wenn ihr hier gleich... Ich freue mich, euch zu sehen. Nach Familienmitglieder rausreißen sozusagen. Jetzt nicht, bitte. Das heißt Draganta und... Nehmen wir die Jüngste. Machen gleich ein Bündnis draus. Let's go. Euer Ansehen ist gewachsen. Perfekt. Ich bin gerade beschäftigt. Das ist aber tief. Ich muss sie noch ein bisschen unterstützen, damit die zwei ein Kind kriegen. Ich kann gerade nicht. Selbstverständlich. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Null Charisma, mein Gott. Hässlich! Oh nein! Dieter ist hässlich! Naja, dann machen wir wenigstens klug. Die Achsen sind gefettet. Ist was? Ja, da seht ihr den schönen Gewinn einstreichen. Zack. Feierabend. Jawohl. Ich eile. Wir machen das Gleiche nochmal schnell hier. Deswegen habe ich meine Frau noch dazu geholt, dass wir möglichst viel Gewinn hier rausholen können. Wir schieben einfach hin und her. Let's go! Das muss echt mal raus. Aber ich glaube, die sind schwer damit beschäftigt, andere Sachen zu machen, ne? Das hier hin und her zu liefern. Naja. Wie viel bräuchten wir dann eigentlich? Ah, okay, das haben wir. Jetzt müssen wir nur noch das Geld zusammenkriegen, um Junker zu werden. Ich warte schon.
Hm? Josephine. Nur Feierabend? Was ist das? Achso, ja genau, mit ihr wollte ich das ja noch ein Kind zeugen. Amt ist unbesetzt. Perfekt. Da bewerben sich schon drei drauf, kacke. Bis wann bin ich eigentlich hier noch im Amt? Schnell auf. Hier bin ich noch eine Zeit im Amt. Hier bin ich wahrscheinlich auch noch ein Zeitchen im Amt, ne? Auf der anderen Seite wäre es gut, wenn meine Tochter doch schneller aufsteigt. Ich kann gerade nicht. Wir bewerben uns mal dafür. Wenn sie Kerkermeisterin wird, ist das natürlich supi. Ja, wunderbar. Ich bin gerade beschäftigt. Ich kann gerade nicht. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Ich eile. Ja? Selbstverständlich. Nun. So, dann schauen wir, wo wir noch. Theoretisch können wir mit den Langschwertern immer noch Fettgewinne einstreichen. Was haben wir denn hier für eine Differenz? Hier sind es, glaube ich, für wie viel? 1900? 2000? Pistolen. 500 Gewinn. Auch nicht schlecht. Im Domviertel. Da müssten wir gar nicht so weit gehen, oder? Das ist von der Strecke etwa gleich. Ach komm, machen wir den nochmal. Was gibt es? Verkaufen wir die Langschwerter. Ja. Machen wir ein bisschen Gewinn mit Langschwertern. Wenn deine Fuhrleute überfordert sind, den Gewinn in Transportmittel stecken. Könnte ich theoretisch machen, aber ich habe alles so nah gebaut, dass sie gar nicht so viel. Naja, so hier wird ein Großteil produziert und hier wird ein Großteil verarbeitet. Und zwischendurch müssen sie gewisse Sachen noch verkaufen. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es ist schon in Ordnung. Das bleibt nicht ewig frisch. Ich meine, das Idealste wäre schon, wenn ich denen noch Transportsachen gebe, aber eben, ich bin da so ein bisschen zweigeteilt. Ja, einige Fuhrleute laufen auch zum Markt, aber ich habe in den meisten Betrieben habe ich zwei Fuhrleute drinne. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Ohne Fleiß kein Preis. Ihr wünscht mich zu sprechen? So. Wird erledigt. Kommt doch herein und nehmt Platz. 9 Titel erworben. Das geht schnell. Schau dir mal diesen Burschen da drüben an. 36, okay, das hat's ein bisschen erhöht. Ich bin gerade verhindert. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Bin beschäftigt. Fanhandelsbericht. Ich glaube nicht, dass das noch sich da noch gewinnbringend einkaufen kann. Kommt gerade zu spät. Dürfte dann eigentlich auch tot sein, oder? Ja, hier, jetzt ist 2000. Seht ihr es? Jetzt ist der Preis hoch. Voller Kanne hochgeschossen. Ich bin zur Stelle. Hier bin ich. Aber trotzdem können wir die noch teuer verkaufen. Außer ich will die jetzt selber brauchen, teils noch. Ja.
ist was? Der Rest geht an meine Schergen. Selbstverständlich. Da steckt so viel Geld für Investitionen. Ja, den Schiefer kriegen sie hier wirklich nicht raus. Wahrscheinlich priorisieren sie den Schiefer halt nicht. Ich bin gerade ich eile. Weil die anderen, also ich denke, dass die in ihrer Dings schon eine Prioritätsliste haben, ne? Und Schiefer ist jetzt nicht, hat keine Priorität, verkauft zu werden, sondern die Sachen hin und her zu bringen, hat halt wohl höhere Priorität. Jetzt nicht, bitte. Sicher. Ich könnte die andere Familie auslöschen, mit denen ich eine Fehde habe. Ergo, sie sind zu langsam. Patrouillen müssen sein. Ist ein Argument. Also was du mir eigentlich mitteilen willst, ist, es wäre eigentlich sinnvoll, wenn die Leute, die... Ihr wünscht mich zu sprechen? Wenn die Leute, die hier unterwegs sind, hier drinnen... Also gut, das hat mich überzeugt. Wir machen es so. Alle anderen Fuhrleute von den anderen Betrieben, die kriegen außer der Bauerhof, der gute Jan, bin da. Kriegen keinen Karren. Aber die in der Lagerscheune, weil das die sind, die am meisten hin und her transportieren müssen, die kriegen einen Karren. Okay, ist das ein Deal? Scheiße, wo haben wir einen Kampf? Ja, ihr meine Familie. Ich bin gerade fertig. Ihr wünscht mich zu sprechen? Ich eile. Gut. Dieter! Nicht bitte. Nein, Dieter! Ich euch unterstützen? Bestimmt nicht. Jetzt nicht, das geht schnell. Ich kann gerade nicht. Der angeheiratete Dieter. Der wurde verprügelt, weil er so hässlich ist. Wegen Charisma so tief. Wie lautet der Plan? Was wollt ihr erledigt? Was ist? Ich eile. Ist was? Also gut, dann muss das halt noch schnell warten. Transport. Wo sind die günstig? Im Marktviertel. Eine Gerichtsverhandlung wurde angesetzt. Feierabend? Gut. Wenn ihr meine Familie unterstützt. Noch einfach die. Wir haben nämlich, glaube ich, noch nicht so viel. Gerichtsverfahren. Oh shit. Das ist ja heute. Bin beschäftigt. Ins Rathaus, schnell. Ich bin erledigt. Ich muss als Ankläger ja hin. Ich habe euch nichts zu sagen. Als Maul. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Jetzt nicht, bitte. Ich euch unterstützen, bestimmt nicht. Weil theoretisch sind ja die Leute in der Lagerscheune, die am meisten hin und her transportieren müssen, ne? Eine Ankündigung der Gilde der Handwerker. Obwohl ich auch hier das Gefühl habe, dass das langsam runtergeht. Was hier bin ich? Eure Haut ist so rein. Da werde ich richtig neidisch. Ja, es sind 0 Pferdekarren hier drin. Machen wir es dann mit Reitpferden? Ihr schmeichelt mir. Da wären sie wesentlich schneller und haben halt nur drei Slots, sind aber dafür viel schneller. Die Reitpferde kann ich aber auch selber dann produzieren. Also gut, dann machen wir es mit Reitpferden. Was gibt es? Wird erledigt. Ein berühmter und hochtalentierter italienischer Mechanikus arbeitet an einer brandneuen Kriegsmaschine für einen hochrangigen Adligen. Er sucht qualifizierte Handwerker, die ihm bei der Fertigstellung der Arbeit behilflich sind. Wir sind kein Handwerker. Feierabend. Was ist das? Die Verhandlung startet jetzt dann gleich, die Gerichtsverhandlung. Und ich als Ankläger, muss ich anwesend sein natürlich. Ich bin gerade beschäftigt.
Was verschafft mir die Ehre? Wenn ein Schmied kein Handwerker ist, was bist du denn? Bauer, weil ich hier gerade einen Bauer spiele und kein Schmied. Wir sind Obstbauer, normaler Bauer, Fischer, wir sind Bäcker und Wirt. Das ist unser Dasein. Was ist? Ich bin zur Stelle. Ich jetzt nicht, bitte. Ihr seid so gut und rechtschaffen. So, in einer halben Stunde. Seid ihr auch einverstanden, statt Karren, dass wir hier Pferde nehmen, ne? Also, dass die Leute, die das Ganze hier transportieren, das mit Pferden machen. Ich warte schon. Ist was? Nun? Habe ich kein Kind gezeugt, ne? Ich bin der Meister. Doch, sie ist schwanger, super. Natürlich werde ich euch unterstützen. So, die Gerichtsverhandlung. Nick, was ist? Die Gerichtsverhandlung hat begonnen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ruhe bitte! Das Gericht tritt heute zusammen, um über die folgende Klage zu entscheiden. Nächster Schweizer gegen Carola Urbart, ja? Zunächst wird das Gericht den Kläger zu Wort kommen lassen. Oh, cool. Vielen Dank, Hohes Gericht. Ich bringe nun meine Beweise vor. Eine Bombe. Für diese schrecklichen Verbrechen erwarte ich ein hartes Urteil. Das Gericht wird nun die Angeklagte anhören. Was? Wie bekennt ihr euch? Ich bin unschuldig. Nachdem nun alle Beweise vorgetragen wurden, kommen wir jetzt zur Urteilsfindung. Schuldig. Nice, Bußgeld. Schuldig. Schuldig. Das Gericht erklärt die Angeklagte hiermit für... Schuldig. Schuldig. Hiermit ist die Sitzung geschlossen. Aha. Hm? So, wenn ich schon hier bin. Willkommen im Rathaus der Stadt. Was kann ich möchte wenn ihr meine Familie unterstützt, unterstützen wir ihn. Junker sind wir jetzt, perfekt. Ich sollte vielleicht ein bisschen effizienter noch lesen, was da noch alles gemacht wird. Unermüdlicher Tatendrang hat euch die Erlaubnis eingebracht, einen neuen Titel tragen zu dürfen. Junker. Subi. So, bringen die Pferde ins Lagerhaus. Also wir haben, dadurch, dass wir jetzt Junker sind, können wir die Gilde verlassen, eine Gilde beitreten, an den Hof eines Monarchen entsenden, spielt ein riskantes Würfelspiel, Zugriff auf Ämter der höheren Ebene, super. Okay, das heißt, wir können theoretisch auf diese Ämter zugreifen. Das ist schon mal sehr wertvoll. Und ein Bad in der Badestube nehmen, Familienschwert. Was ist denn ein Familienschwert? Ich bin der Meister. Was ist denn ein Familienschwert? Bei Edelmann. Ratsherrenkette. Ah ja, sei es drum. Hier bin ich. Wird erledigt. Ich gebe mir selber mal kurz hier ein Schwert. Ah, ein Familienschwert kann man im Haus herstellen. Gibt grundsätzlich mehr Boni. Okay. Selbstverständlich. Dann gehen wir doch ins Haus. Wir sind eigentlich ziemlich rechtschaffen. Und wenn wir die Stadtgarde stellen würden, wäre auch nicht schlecht. Sollen wir die Stadtgarde stellen? Pff, 15.000, holy moly. Aber dafür können die Pferde und so machen, ne? Nun?
Unverschämtheit! Ein Siegelring. Interessant. Feierabend. Was ist das? Wahrscheinlich brauche ich dafür ein höheres Haus. Weil das Haus, das wir hier gebaut hatten, ist, glaube ich, ein normales Haus. Ein höheres Haus für die Kette. Ja, ich brauche fürs Familienschwert ein höheres Haus. Okay, ich verstehe. Mit Patrizia aus geht's, ja. Silberring, Gold, Farbe. Okay, das ist aber gut zu wissen tatsächlich. Dass das so nach oben geht, ist voll cool. Mich jetzt aber keine Prio tatsächlich. Wenn, komm, ich verkaufe die Schwerter und so jetzt trotzdem noch schnell. Hier oben. Das Marktviertel kauft es jetzt. Wir müssen uns nicht groß bewaffnen eigentlich. Hier bin ich. So. Meine Sohlen dampfen schon. Bin so gut wie da. Ja, warte kurz. Gebe ich das jetzt den richtigen? Warum sind hier so viele drin? Euch unterstützen? Bestimmt nicht. Nein, ich glaube, ich gebe es nicht den richtigen. Nein, ja, sind die falschen. Wow. Wie habe ich das denn jetzt gegeben? Bin da. Sie jetzt gekriegt. Geh du mal bitte. Keine Pause. Okay. Bin da. Wir rufen schnell alle zurück. Keine Pause. Uff. Immer diese weiten Wege. Wo soll's hingehen? Immer diese weiten Wege. Zur Stelle. Los geht's. Ich muss kurz gucken, wem ich denn jetzt das andere Pferd noch gegeben habe. Ich Depp. Egehalt, dankeschön. Dankeschön, danke. Uff. Meine Sohlen dampfen schon. Kurz zurückgeben. Kann er gleich wieder los? Das wird Blasen geben. So, dann darf sie auch gleich wieder los. Wo soll's hingehen? Stehen sie noch auf dem Weg? Bin da. Ja, das heißt, Diebke ist bereits da, das ist gut. Nein, 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 soll den. Dann Diebke jetzt los, viel Spaß. Thank you.
Hm. Auch wieder los. Ein Krieg steht bevor. Könnte ich jetzt Leute hinschicken? Zu kämpfen? Ich bin der Meister. Wir machen es anders. Wir machen es anders. Jawohl. Jawohl. Wen wollen wir in den Krieg schicken? Wir schicken. Jetzt nicht, bitte. Kraft und Geschick. Bin beschäftigt. Kraft und Geschick. Hört doch mal auf, mich immer anzuklicken. Kraft und Geschick. Bin beschäftigt. Man hier ein bisschen mehr Gesundheit für 150. Ein bisschen Rüstung für 500. So. Und Achtsamkeit, das können wir nicht. Also. Wer aus meiner Familie möchte denn jetzt in den Krieg ziehen? Ich bin gerade beschäftigt. Ich kann gerade nicht. Jetzt nicht, bitte. Ich glaube, ich schicke Lucifer mal los. Ich und bin Kark. Verhindert. Ja? Lucifer und Kark. Dann mal schnell hier sicher. Hin. Ich kann hier gerade unmöglich weg. Ich eile. Ich kann hier gerade unmöglich. Das geht schnell. Ich bin der Meister. So. Also die hier unten, die auf Pause sind, haben noch keine Pferde. Da. Bin so gut Dicken wie meine los. Perfekt. Okay, so ist gut, ne? Amtswahl. Werde mich ja, natürlich für die Aufmerksamkeit einer Gilde erregt. Ah, cool. Welche denn? Die Gilde der Kaufleute. Würde ich sagen, ja, oder? Da machen wir mit. Seid euch sicher, dass ihr euch Gilde Kaufleute beitragen wollt. Wenn ihr diesen Kreis S-Rangen, wird das Auswirken auf die Gunst aller Bewohner des Landes haben. Ja, ja, klar. Euer Ansehen ist gewachsen. Ach, supi. Ihr seid ein Pechvogel. Sind sie auch für Krieg ausgerüstet? Rüstung, Waffen etc. Waffen gebe ich ihnen jetzt dann gleich. Darkhawk ist hier. Und Rüstung gehe ich gleich mit denen noch kaufen. Mit den beiden, das wird cool. Hoffe ich. Marktviertel für 2000. Plattenharnisch. Ein Langschwert und Plattenharnisch, oder? So schicken wir sie in den Kampf. Da würde ich schon meinen, let's go. Wir haben das Geld, ja. Gilde der Kaufleute sind wir dabei, ja. Let's go. Ich warte immer noch, bis hier oben mal Platz frei wird, ne? So, wir haben Bonus beim Falschen dadurch übrigens und profitable Handelsreise, super. Stört mich. Ja. Hier bin ich. Sophie, was machst denn du hier? Arbeitest du überhaupt? Jemand ist in eines eurer Gebäude eingebrochen. Ohne Fleiß, oh. Kein Preis. Langfinger. Haben die was geklaut? Hopfen wahrscheinlich Malz, schon, ne? Gott erhalt's. Hier bin ich. Ihr wünscht, was gibt es? Guter Herr, ihr betört meine Sinne. Wo wird gekämpft? Kann ich nicht nachgucken, wo gekämpft wird, wenn Ja, Plattenharnisch hätte ich billiger kaufen können, hätte ich früher dran gedacht. Weil, denk doch nicht an alles, Mensch. Doch auch nur ein Mensch. Glücksküchlein. Marktplatz, also Plattenharnisch. Marktviertel.
Habe ich überhaupt noch genug Zeit? Ja. Hm? Erdäpfel? Was sind Erdäpfel? Kann man die essen? Ich habe nämlich ziemlich Hunger. So, wer möchte den Namen dieses Kindes tragen? Mesdames et Messieurs. Also rein vom Geld, das wir hier anhäufen, scheint es so zu sein, dass die das ich in der letzten Folge gemacht habe, nicht schlecht funktioniert, ne? Also wir kriegen da schon ordentlich Geld rein aktuell. Ich denke, es ist in Ordnung. Ob sie auch Brot dabei haben für den Krieg? Brauchen sie nicht. Sie töten die Leute, die Brot mitnehmen. Oh Gott. Also, Adler heißt das Kind. Adler. Oder, Mann ist voll. Du hast Freude dran, wenn ich's so mache, ne? Das ist dir wichtig. So, vollständig, passt. Marktviertelchen, das war das jetzt hier. Domviertel. Hm? Sicher. Schicke ich noch mehr los? Ich bin gerade beschäftigt. Ob Dufsen auch noch losgehen soll? Nee, ein paar sollten wir vielleicht verhindert. Noch zurückbehalten hier. Ich bin gerade ich kann gerade nicht. Wir könnten noch mehr Betriebe machen, ne? Das wäre tatsächlich noch möglich. Hm, hier bin ich. Hier bist du. Ufo. Gut. Ich frage mich, ob ich diese Feder jetzt noch, ob ich das mal beenden soll. Also, dass ich Gebäude übernehmen legal gemacht habe, hat mir jetzt absolut nichts gebracht, weil die einfach immer ein neues bauen. Das ist ja total kacke gewesen. Mhm. Ah, was mir aber gerade auffällt, oder eine Idee, die ich noch habe. Ich bin der Meister. Ich könnte eigentlich mehr Wachen zu uns in die Gebiete schicken. Weil wir werden immer wieder mal ausgeraubt, weil doch relativ viele Banditen noch unterwegs sind in unserem Dorf. Und ich kann, wenn ich das richtige Amt innehabe, die verschieben, wenn ich mich nicht täusche. Nee, ich habe falsch geguckt. Sie verkaufen es im Domviertel. Ja, hab an der falschen Stelle geguckt. Okay. Ist aber, glaube ich, eh um die Ecke hier. Ja? Ja, ja. Selbstverständlich. Was ist? Sicher. Fernhandelsbericht in Prag. Zwischenprodukte. Das sind Zwischenprodukte. Und ihr wünscht mich zu sprechen? Handelsreise. Warte mal ganz kurz. In Prag. Budapest. Das geht schnell. Haben wir noch die Beziehungen zu Prag noch offen? Theoretisch ja, ne? Ich eile. Ja, die Beziehungen zu Prag sind noch offen, natürlich.
1 Uhr morgens und alles in Ordnung. Ihr hört doch mal auf, mich immer anzuklicken. Ja, Entschuldigung. Es fällt mir ein, dich anzuklicken. Hier bin ich. So. Sehr gut. Will ich noch was Unterstützendes mitnehmen? Ein Schild oder so? Händlerviertel. Das ist nebenbrand. Ich glaube, wir machen das jetzt mal ganz kurz so. Ich mache sie auf die 3 und sie mache ich auf die 4. Was ist? 3, 4. Selbstverständlich. Jetzt nicht. Gut, ja. Ah ne, das ist in einer ganz anderen Stadt. Bin beschäftigt. Jawohl! Ich kann das erledigt. Allzu viel Zeit habe ich da ja auch nicht mehr, ne? Wie teuer sind denn die Schilde hier, theoretisch? 400, ja, komm. Da machen wir jetzt kein Fass auf. Bin beschäftigt. Was gibt es? Wenn ihr meine Familie unterstützt, ich kann gerade nicht. Ich ohne Fleiß, kein Preis. Also, ihr hattet ja noch ein Pferd. 2 Uhr morgens und alles in Ordnung. Ich, euch unterstützen. So, die sind gewappnet. Die sind gewappnet. Ab ins Zeughaus. Ja. So, Zwischenprodukte werden hier günstig vertickert. Was ist denn das Teuerste, was wir kaufen können? Farbe. Farbe ist super teuer. Ich merke gerade, Farbe haben wir doch gebraucht, oder? Farbe, Gold und ein Silberring. Da könnten wir den herstellen, den Siegelring. Farbe, Gold, Silber. Machen wir das? Farbe kann man ja... Doch, Farbe kann man überall kaufen. Das spielt keine Rolle. Also. Ich hab sicher. Ich, jawohl. Enzersdorf, das ist unser Dorf hier. 3 Uhr morgens und alles in Ordnung. Wollen wir den Siegelring machen? Ich würde schon sagen, ne? Obwohl, wir sind auch nicht mehr der Jüngste. Ich bin gerade beschäftigt. Meine Frau vor allem ist nicht mehr die Jüngste. Allzu lange wird die hier nicht mehr leben. Du kannst deine Fässer kaufen und dann irgendwas. Als Zwischenprodukt sind hier Fässer drin. Ah ja, das ist sogar noch teurer. Eichenholzfässer. Du hast recht, wir brauchen die sogar, ne? Später. Eichenholzfass. Tatsache. Jetzt, ich bitte. Bin gerade verhindert. Bin gerade verhindert. Also da redet jemand mit mir. Bin beschäftigt. Wir haben mir Geld abgeknöpft. Kacke. Ihr wünscht, hier bin ich. So. Ist was? Gut. Willkommen im Zeughaus der Stadt. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, dass ein Krieg bevorsteht. Ihr habt richtig gehört. Seid ihr bereit, Ruhm zu erlangen und euch unseren Truppen anzuschließen? Ich bewerte eure Talente und Ausrüstung für dieses Wagnis als gut. Ja, deswegen bin ich ja da. Hussoldat anschließen. Let's go. Stört so. Mich doch nicht. Sicher. Willkommen im Zeughaus der Stadt. Was kann ich für gehört, euch tun? Ich habe gehört, dass ein ihr habt richtig Krieg gehört. Bevorsteht. Seid ihr bereit, Ruhm zu... Ich bewerte eure Talente und Ausrüstung für dieses Wagnis als gut. Let's go. So, wir werden herausfinden, wie es ausgeht. Was gibt es? So, was haben wir noch gebraucht? Ein Silberring, ne? Wir kaufen den einfach schnell einen, schon in Ordnung. Und, was war das andere? Silber noch oder so? Ich weiß gar nicht. Gott erhalt. Gold. Und hier bin ich. Ihr Stück. Ihr wünscht mich eine. So. Ich habe gewisse Sachen gar noch nicht abgegradet. Aber wir machen jetzt mal die Landwirtschaft größer, damit wir hier noch mehr produzieren. Jemand ist in eines eurer Gebäude eingebrochen. Oh, und vor allem wer?
Langfinger sind über Holz vor der Hütte. Holz vor der Hütte war hier, ne? Also langsam. Diebstahl ist ja legal bei uns. Das ist ja absoluter Kack. Oder? Nein. Doch, Einbruch begehen ist legal. Also das heißt, ich kann mich da gar nicht groß wehren. Das ist mühsam. Feier, hier bin ich. Ich glaube, ich muss die Sachen nur im Inventar haben, um es herzustellen, nicht wahr? Dann machen wir einen. Ne, warte, ich kann das ja direkt rüberziehen hier, so. Das heißt, hier fehlen die Komponenten. Ich weise meine Knechte und Gesellen jeden Tag an, sich an eurem Handwerk. Ich bin gerade beschäftigt. Ach so, er produziert es bereits. Ich kann keinen zweiten herstellen, dafür fehlen die Komponenten. Ja, logisch. Das ist ja irgendwie logisch. So, wir graden den Bauernhof ab. Nö. 1000, da brauchen wir noch ein bisschen was. Und das Wirtshaus kommt auch danach. Ach, dann machen wir schön viel Geld. Das ist richtig gut. Einbruchschutz ausbauen, Unschergen. Gut, gute Idee, sehr gute Idee. Wir werden ja gerade hier Einbruchschutz. Ich mache es wie die meisten Menschen. Ich sichere das Gebäude erst nachdem, was passiert ist. Naja, die Produktivität hier zu erhöhen ist gar nicht so doof. Sozialkompetenzen. Ansehensbonus, Charisma, Produktivität. 5000er. Okay, wir machen das, weil dann schalten wir hier den nächsten Slot frei, damit wir die Produktivität noch erhöhen, um noch mehr zu produzieren. Es geht nochmal, baue es lieber gleich voll aus. Wir haben hier gar nicht so viel drin. Also selbst wenn sie hier reingehen und Sachen klauen, es ist gar nicht so viel drin. Sie haben zwei Messer geklaut. Das war's. Die Scheune ist viel wichtiger, dass ich die schütze. Da haben wir die guten Sachen drin. Vor allem sehr viel. Was fast wichtiger wäre, ist, wenn wir langsam mal die Ämter hier begleiten könnten. Ne? Bin da! Stehe bereit. Die Räder sollen rollen. Und später, wenn du mal was hast, denkst du nicht mehr dran. Das ist mein Problem. Du bist mir auch. Du kannst dann in den Chat schreiben, haha, ich hab's dir gesagt, okay? Das ist dann deine Genugtuung. Eure Kandidatur war der Krieg ist verloren. Der Krieg ist verloren? Och nö. Ich bin gerade beschäftigt. Das ist ja kacke. So, die Kandidatur war erfolgreich. Das heißt, genau. Lucy ist jetzt hier, Kerkermeisterin. Das heißt, wir könnten theoretisch viele Sachen wieder illegal machen. Und wir haben vor allem großen Einfluss auf die unteren Posten hier. Das ist super wichtig. Ups. Jemand versucht, euch zu bestechen. Ja, das sonst... Mach ruhig. Mach. Ich hab da nichts dagegen. Kann man machen. Aber du hast mich auf eine Idee gebracht. Gebäudeschutz bauen wir im Lager tatsächlich aus, ja? Ein Gebäude wurde aufgewertet. Weil es doch sehr kacke war. Oh, du hast recht. Guckt an. Guckt an, wie schön das Schiefer langsam rausgeht hier. Perfekt. Haben wir hier immer genug? Hier haben wir immer Vorrat. Das ist sehr gut.
überproduziert. Okay. So, wie sieht denn der Bauerhof jetzt aus? Oh, schön groß ist er geworden. Mega gut. Ja, richtig schön. Cool. Jetzt müssen wir aber auch die anderen Sachen natürlich noch produzieren. Also, Hunde machen wir einfach 5. 5 Wachhunde. Reiterpferde. Also, wir müssen natürlich normale Pferde machen. Nein, Quatsch. Normale Pferde müssen wir gar nicht machen, wenn wir Reiterpferde machen. 5. Das haben wir schon. So. Dann kommt ins Verkaufslager kommen. Dann hier noch die Reiterpferde 5. Wachhunde 5. Ja, und dann ist mir noch eingefallen, dass wir jetzt natürlich mit dem Leder, dass wir das Leder dann am besten nicht verkaufen sollten. Weil wir das jetzt für die Pferde brauchen. Das Frage, ich habe auch mal zum Lagerhaus, können die Fuhrknechte einkaufen vom Lagerhaus am Markt, zum Beispiel Wasser, oder geht das nicht? Den Haken drehen, aber ohne Erfolg. Ich glaube, das geht, aber du musst beim Lager eine Minimummenge eingestellt haben. Also, dass sie wissen, dass da eingekauft werden soll. Ein Gebäude wurde aufgewertet. Obwohl, ich bin mir da gar nicht 100% sicher, tatsächlich. Das kann die vielleicht mal im Chat beantworten. Ein Gebäude wurde aufgewertet. Also, wir produzieren bis jetzt eigentlich alles. Außer Kuchen, das ist jetzt neu auch im Sortiment. 1, 2, 3, 4. Kuchen, Kuchen, Kuchen. Gehen alle mit 10 raus. Ich muss aber die Lagerfläche erhöhen. So, genug Platz hat für alles. Eine Minimummenge ist vorhanden. Ja, dann wird es wahrscheinlich nicht gehen. Warum möchtest du dann, dass im Lagerhaus Sachen eingekauft werden? Du kannst ja eigentlich auch einstellen, dass... Also wenn du zum Beispiel... Sagen wir, du brauchst eine Minimummenge an Wasser für einen Gutshof oder so. Dann kannst du ja auch beim Gutshof eine Minimummenge einstellen. Aber Wasser wird ja eh immer von dem Brunnen geholt. Du kannst auch einfach einen Brunnen in der Nähe bauen. Ah ja, genau, ich muss ja noch mehr Leute einstellen, das recht. Und mehr Produktivität hier. Da geht mein Geld, da geht mein Geld! Und natürlich müssen wir auch hier noch erweitern, ne? Auch noch Leute einstellen hier. Und auch die Produktivität erhöhen. Eieiei, jetzt ist das Geld ja wieder weg. Sapperlot, schnell geht's. Ist was? Feierabend. Was ist das? Hast du den Ring gemacht? Du hast den Ring gemacht, oder? Oh. Sicher. Was gibt es? Selbstverständlich. Sehr gut. Zum Beispiel beim Bauen wollte ich die Wurzeln holen, sodass der Fuhrknecht nur einen Weg hat. Ja, das wollte ich auch, als ich das aufgebaut habe, aber das funzt irgendwie nicht so. Neuen Titel erworben. Gehen wir eigentlich immer noch an? Ja, die anderen holen aber krass auf hier. Auch nicht. Verstehe. Wie viele Feinde hat er eigentlich mittlerweile? War niemanden runtergerutscht. Wir könnten die anderen auf ihn hetzen, oder nicht? Es gibt doch eine Möglichkeit. Lasst mich euren Plan erfahren, mit dem ihr unserer Dynastie die Herrschaft über diesen Landstrich und darüber hinaus sichern wollt. Wir könnten ihre Betriebe, wir könnten
Pamphlete schreiben. Das würde sie schädigen. Es wäre Rufschädigung. Das ist gut. Das machen wir. Wird erledigt. Wir versuchen, mit denen wir im Krieg sind hier, eine Feder. Wachen wollte ich noch umstellen. Stimmt. Kann ich das? Ich bin gerade beschäftigt. Ich glaube, das war der Torwächter, ne? Ich glaube, das war der Torwächter, der das umstellen kann. Da habe ich gar keine Befugnis hier. Ich bin gerade beschäftigt. Ah nee, doch, Quatsch. Was rede ich denn? Ich hatte es doch hier in der Liste. Ich möchte euch dies. Ah nee, nicht mehr. Es ist mir eine Ehre, euch zu kennen. Vorstände Amtssitzung. Ja, Elena, dann geh da noch schnell hin. Scheiße, ich habe hier gar nicht abgestimmt. Müssen die verschiedenen Ämter noch besetzen. Ah, nice, okay, also. Wen schmeißen wir hier rein? Wir schmeißen hier Dufsen rein. Ja, alles klar. Und hier kommt... Raganta. Ich bin gerade beschäftigt. Nein, nein, einer reicht. Wir bestimmen eh, wer es wird. Okay, dann haben wir das mal gesichert. Das heißt hier, und mit den Torwächtertiteln können wir tatsächlich die Wachen umstellen, dass wir mehr Wachleute bei uns in der Umgebung haben. Nur ist leider Einbruch legal. Das ist etwas doof. Und ja, ich könnte eigentlich in Pressburg auch noch, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Also. Komplett schreiben ist illegal geworden. Oh, kacke, dann darf ich das ja nicht machen. Ja, hier bin ich. Wird erledigt. Ja, aber das ist super ungünstig. In dem Moment, wo ich... Also ein Pamphlet schreiben ist, dass ich dafür sorge, dass die weniger gemocht werden von allen. Ja. Das ist jetzt aber illegal geworden. Das ist scheiße. Wenn ihr meine Familie unterstützt, unterstützen wir im Gegenzug euch. Ja? Was ist? Ihr wünscht mich zu sprechen? Stufenaufstieg bei einem Familienmitglied. Oh, Tufsen. Wir machen dich charmanter, damit du das Amt kriegst. Rinderbraten. Eine Amtssitzung beginnt. Hiermit ist die Sitzung eröffnet. Kommen wir zum ersten Punkt auf der Tagesordnung. Ich bin dagegen. Ich bin dagegen. Ich bin dagegen. Anstelle, dass er sagt, ich auch, ich bin dagegen. Nun? Betrieb bewerben. Bringt das wirklich so viel, diese Betriebe zu bewerben? Ist eine Möglichkeit. Ah, ich wollte eh noch was nachgucken. Und zwar beim Junker haben wir ja an den Hof des Monarchen entsenden. Ist das irgendwie? Profitable Handelsreise. Ah! Ich möchte euch dies interessant. Hat was zu tun. Willst du deine Kriege jetzt auch dementsprechend jemand aus? Jemand hat euch ein Geschenk gemacht. Ah echt? Was habe ich denn gekriegt? Ein Wein!
Stört mich doch nicht. Ihr seht doch, dass ich mir gerade einen Becher Wein eingeschenkt habe. Und das bringt mir der Wein? Ja, zum Wohl. Ja. So, also. Ich gehe ganz kurz alles Stück für Stück durch. Also, kann ich hier beim Fischen noch irgendwas verbessern? Ja, machen hier die Fischerei noch etwas lukrativer. Den Verkauf von den Sachen noch etwas besser. Und dann sind wir hier eigentlich relativ safe. Schon mal gut. So, was können wir hier? Hier sind wir produktionstechnisch sehr hoch. Verkaufsslots. 1, 2, 3, 4. Im Prinzip habe ich einen Verkaufsslot zu wenig. Weil es nicht so teuer ist, machen wir hier mal 1, 2. Ein Familienmitglied kehrt nach Hause zurück. Super. Hm, Feierabend? Was ist das? Ja, wir haben den Krieg halt verloren. Das war nicht so gut. Lasst mich euren Plan erfahren. Mit dem, das geht schnell. Ich bin gerade verhindert. Ich bin beschäftigt. Ach so, sie ist nicht so schnell, weil sie kein Pferd hat. Ja, geht's halt. Sie muss laufen. Das Kacke. Also auf die Posten können sich so viele bewerben, wie sie wollen. Wir kriegen das anyway. Wohin soll es gehen? Bestimmt nicht. Stehe bereit. Lasst mich euren Plan erfahren, mit dem ihr unsere Dynastie die Herrschaft über diesen sehr cool. Landstrich okay. darüber hinaus sehr schön. Sichern wollt. Also die Lagerfläche, das, da geht rein, geht raus, geht rein, geht raus. Da wird alles schön gebraucht. Das ist perfekt. Dann, was haben wir hier noch? Produktivität ist voll oben. Die Kundenzufriedenheit schmeißen wir noch rein. Wir verkaufen nämlich diese billige Paste. Hier immer drin. Ein Familienmitglied. Und ich merke gerade, dass wir hier... Slot zu wenig haben. Die Pferde waren eine sehr gute Investition. Absolut richtig, ja. Also die Pferde waren eine gute Investition. Richtig, völlig richtig. Ich bin der Meister. Wird erledigt. Feige im Angesicht des Feindes. Ja? Bekannte Heldin. Meine Familie unterstützt, oh. Unterstützen wir ja gut, sie hat ein Pferd und Dings hatte kein Pferd. Ist ja klar, also das ist voll gemein. Sicher. Ich selbstverständlich. Also meine Frau wird ja, die ist ja auch nicht mehr die Jüngste, ne? Das heißt, wir nehmen meine Frau mal raus. Die soll jetzt einfach noch ein bisschen unseren Ruf verbessern. Der Stadtrat hat beschlossen, eure Geschäftsbücher prüfen zu lassen. Was? Lothar Ganzler hat eure Gebäude Windmühle Mühleslust geschlossen. Die Produktion ist unterbrochen und ich könnte das Gebäude eine Weile nicht nutzen. Lothar! Was? Ganzler? Das ist ja frech. Das ist ja frech. Weil er das Amt innehat wahrscheinlich, ne? Ja, Ratsinformant. Er kann das. Betriebsprüfung. Erst nächsten Jahres geht's wieder auf. Ist das assi? Ist das assi? Nein. Sag bloß. Gibt's ja nicht. Dafür bin ich nicht zu haben. Warum habe ich Rindfleisch hier drin? Mein Gott, Rindfleisch verkauft mir doch nicht. Jemand versucht euch zu bestechen. Er soll es ruhig machen. Ein Haufen Geld damit. Oh. Also die Verkaufsfläche, die Erweiterung der Verkaufsfläche, was da? Produktivität nach voller Kanne gesteigert, sehr gut. Gewisse Pampe verkaufen wir hier auch, ne? Bis, ja, Apfelmost und so. Das ist eigentlich voll cool, du kannst hier Getränk holen und hier was also hier kannst du was Günstiges zu essen, zu trinken holen und hier kannst du was Günstiges zu essen holen. Und wenn du wohlhabend bist, dann machst du das hier in der Taverne und in der Konditorei. Was darf sein? Das ist voll gut, oder? Machen wir die Kundenzufriedenheit noch höher. So. Also dann schauen wir hier noch schnell. Warum ist das alles lahmgelegt?
Wahrscheinlich wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn die noch jemanden einstellen, der das Ganze hin und her transportiert, ne? Weil die doch echt viel produzieren jetzt hier. War doch beide nur Fußsoldaten. Ja, aber sie konnte als Fußsoldatin trotzdem jedes Mal nach aufs Pferd steigen. Das hat den Zauber bewirkt. Aber nicht genug Taler. Wie viel kostet das denn? Ach so, 15.000, nicht 1.500. Das ist eine Null mehr, als das ich gesehen habe. Es geht erst beim nächsten. Okay, ey, aber so wie wir es in der letzten Folge eingestellt haben, ist gar nicht so schlecht aufgeteilt, finde ich. So, also meine Frau, ne? Die soll das mal hier abgeben. Hier bin ich. Und das Partymitglied entfernen. Ja, ja, schon okay. Sie kann normal arbeiten gehen. Und dann nehmen wir ohne Fleisch Kark hier noch rein. Ihr wünscht mehr? Kark kriegt dann das Pätschchen. Very good. Okay. Ja, genau. Du meinst, sie war dadurch ausgeruhter. Wie heißt es so schön im 17. Jahrhundert? Der Krieg wird durch den Marsch gewonnen. Ja, sie war entspannter, konnte besser kämpfen dadurch und das hat halt alles. Oh, ich kann jagen gehen. Ah, das ist, weil ich den Betrieb habe, Schlachter. Ich kann fischen gehen. Das ist alles sehr cool. Ja. Was ist? Ist was? Jep. Ich bin gerade beschäftigt. Wird erledigt. Wir versuchen es. Das sieht zwar noch hin. Der kann noch heiraten. Nice. Zur rechten Hand machen. Zur linken Hand machen. Ich bin gerade verhindert. Es ist mir eine Ehre, euch zu kennen. Jetzt nicht, bitte. Mit wem möchten wir da noch ein Bündnis eingehen? Jemand hat euch ein Geschenk gemacht. Die Familie Gansler besitzt gar nicht so viel, ne? Ich freue mich, euch zu sehen. Habt ihr mir etwas anzubieten? Wenn ihr meine Familie unterstützt, unterstützen wir im Gegenzug euch. Kann ich etwas für euch tun? Damit es nicht nochmal eine Betriebsprüfung gibt, würde ich meinen, hä? Ja, die können aber niemanden noch reinschicken. Die haben eine Fehde mit relativ vielen. Oh, das ist gut, das ist gut. Da haben wir eh schon sehr gute Beziehungen hin. Wollt ihr eine Abmachung treffen? Ja, natürlich. Jetzt nicht, bitte. Die heiraten einfach aus allen anderen Familien die Leute raus. Wollt ihr eine Abmachung treffen? Und Bündnis. Die Abmachung ist perfekt. Ja, perfekt ist sie. Wird erledigt. Wir haben langsam das Problem, dass wir nicht genug. Wir haben nicht genug Kids. Wir können nicht mehr viel mehr Kinder kriegen. Wir haben langsam den Rahmen gesprengt. Es wird langsam ein bisschen schwierig, was das betrifft. So, aber die Folge nähert sich langsam dem Ende, meine Damen und Herren. Nähert sich langsam dem Ende. Damit ich das bis zur nächsten Folge nicht vergessen habe, muss ich die ganzen Leute noch einstellen. Also. Spielen wir die zusammen. Ganzen Kinder, die noch alt genug geworden Spielen sind. Spielen wir was zusammen. Spielen wir was zusammen. Total vergessen. Kaufst du mir was Schönes? Ich will was Süßes haben. Nein, du sollst rumrennen und für uns gute Dinge Jemand tun. Jemand versucht euch zu bestechen. Ich mag das tatsächlich. Oh, hier ist noch ein Amt frei. Ob wir uns bis nach ganz oben kämpfen und arbeiten? Ich muss sagen, für mich vielleicht gar nicht schlecht, weil wir dieses Jahr ja so oder so. Okay, machen wir. Wir gehen damit. Ich bin gerade beschäftigt. Achso, ist bereits voll, das Bewerbungsamt.
Was ist, wenn jemand sterben würde da? Dann könnten wir da rein, oder? Weil jetzt aktuell bin ich hier... Und hier nicht weiter, das ist kacke. Kann ich etwas für euch tun? Pamphlet gegen uns. Ey, aber... Ich bin gerade verhindert. Scheiße, das Pamphlet müssen wir entfernen. 1 Uhr morgens und alles in Ordnung. Wird erledigt. Waren zwei, ne? Wo noch? Waren zwei da wahrscheinlich. Haben wir es halt kurz abgebrochen. Ihr schmeichelt mir. Danke sehr. Ja? Tja. Also ich versuche nochmal den Betrieb zu bewerben. Aber wir sind, glaube ich, jetzt an einem Punkt angekommen. Darauf habt ihr lange gewartet. Ich hab Hopfen und Malz. Gott erhalt. Gott erhalt. Amt ist unbesetzt. Bewerbung möglich. Ah, wir springen in die nächsthöhere Etage. Das ist eine gute Idee. Die Wahl ist dann nächsten Jahres. Okay, das ist eine sehr gute Idee. Das heißt, wir springen hier hoch. Wir haben hier bereits ein bisschen Ansehen, obwohl ja. Ich nicht weiß, wer Entscheidungsträger ist. Sehr gut. Okay, das heißt, wir können dann in der nächsten Folge, am Morgen früh, also im Spiel morgen früh, ja. 2 Uhr morgens und alles in Ordnung. Wunderbar. Können wir uns dann hier für Seneschal, Kämmerer vielleicht, Bürgermeister unter Umständen sogar, der Platz ist auch frei. Nächsten Jahr, was dann? Oder sind die schon durch? Nein, das ist noch dieses Jahr. Perfekt. Können wir uns auf diese Posten hier bewerben? Das ist nicht schlecht. Und es ist vielleicht sogar sinnvoll, dass meine Erbe noch mitgeht. Ich bin gerade beschäftigt. Das ist nicht übel. Aber das alles... Ich bin gerade beschäftigt. Das alles in der nächsten Folge, meine Damen und Herren. Ich mache hier mal kurz auf langsam. Das heißt, wenn euch diese Folge gefallen hat, die war jetzt ein bisschen spannender als die letzte, wo ich noch versucht habe, das mit den Betrieben sauber hinzukriegen. Aber guckt das Geld an, ne? Die Taler. 39.000 ist super gut. Also, so wie wir die Betriebe jetzt aufgebaut haben, scheinen sie ganz anständig zu funktionieren. Wir produzieren einen Großteil der Grundressourcen, schicken die weiter in die nächsten Betriebe, werden zwischenverarbeitet und dann nochmal weiter ins Wirtshaus oder zur Backstube und da geht's raus. Also das heißt, die Wirtschaft, die ich jetzt Pi mal Daumen aufgebaut habe, ist eigentlich ganz gut. Es hat sich also gelohnt, diese 20 Minuten Zeit zu nehmen oder 10, 20 Minuten in der letzten Folge das zu machen. Das ist super. Okay, ja, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, wenn ihr es auf YouTube guckt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann geht es hoffentlich spannend weiter für die nächsten Ämter und so weiter und so fort. Bis dann.